In einem privaten Tierpark in Südafrika kriecht Adri Kitzhoff mit einem Helfer durch die Savanne. Der alte Antilopenbock ist nur noch 100 Meter entfernt. Ein einziger Schuss in den Kopf tötet das Tier. Adri Kitzhoff hat als Geschäftsführerin des Südafrikanischen Berufsjägerverbandes schon Morddrohungen erhalten. Sie sieht das Jagen nicht als Tierquälerei. When you look at animals, Tiere, die zu Schlachthöfen gebracht werden, machen 3-4 Tage lang Stress durch. Das Tier, das ich heute geschossen habe, wusste dagegen nicht einmal, dass ich in der Nähe war. Es hat nicht gemerkt, als es starb. In Südafrikas privaten Tierparks und auch in anderen afrikanischen Ländern ist die Jagd nicht nur auf kleinere Antilopen und Vögel erlaubt, sondern selbst die Großwildjagd, etwa auf Elefanten, Büffel und Löwen. Eine 20-tägige Löwenjagd kostet wohlhabende Jagdtouristen umgerechnet 80.000 bis 130.000 Euro. Die Jäger beteuern, dass sie nur alte, nicht mehr fortpflanzungsfähige Tiere schießen und dabei eine eigene Jagdethik verfolgen. Ein Teil des Geldes fließe in die Reservate und damit in den Artenschutz. Afrika kann es sich nicht leisten, um diese Dinge aus einer ganz isolierten europäischen Perspektive zu streiten. Damit wilde Tiere auf diesem Kontinent leben und gedeihen können, müssen die Gemeinschaften etwas davon haben. Der einzige mögliche Nutzen ist ein finanzieller Nutzen. Und es darf keinen Konflikt mit ihrer Lebensweise geben. Etwa eine halbe Milliarde Euro Umsatz erwirtschaftet Südafrikas legale Jagdindustrie jedes Jahr. Doch vor allem das Geschäft mit Safari-Trophäen stößt international auf Widerstand. Selbst die heimische Fluggesellschaft South African Airways hat den Transport von Trophäen gestoppt, die aus Elefant, Nashorn, Löwe und Tiger hergestellt werden.